Hunderte Frachtschiffe stauen sich gerade im größten Hafen der Welt in Shanghai. Der Grund? Chinas Null-Covid-Strategie. Shanghai ist weiter im Lockdown. Dadurch ist der Warenumschlag in Stocken geraten. Und nun sind die Lieferketten durcheinander. Weltweit, auch in Hamburg. Die Ever Given. An ihr scheint Pech zu kleben. Vor einem Jahr verstopfte das Containerschiff den Suezkanal. Jetzt steht es für den Arbeitsstau im Hamburger Hafen. Am Burchardkai stockt die Abfertigung. In der Nordsee warten deshalb Schiffe tagelang auf das Einlaufen in den Hafen. Die grünen Kreise zeigen stillstehende Frachter. In einem Brief der Geschäftsführung des Hamburger Terminalbetreibers, der dem NDR vorliegt, ist die Rede von einer äußerst angespannten Lage. Die Belegschaft wird zu Mehrarbeit aufgefordert. Zitat: Wir brauchen ca. 800 Schichten im Monat zusätzlich, um den Kreislauf an wartenden Schiffen zu durchbrechen und die Containerlawine zu bewältigen. Vorrangig hat es natürlich mit den pandemischen Auswirkungen zu tun. Die Ukraine-Krise, auch die spürt man natürlich, wenngleich das eher ein temporärer Aspekt aktuell für uns ist. Es ist tatsächlich eher die außer Tritt geratene Supply Chain durch die pandemischen Auswirkungen. In Shanghai, dem größten Hafen der Welt, baut sich der nächste Stau auf. Dort stockt die Arbeit wegen des Corona-Lockdowns. Die Situation wird sich in den nächsten Wochen noch drastisch weiter verschärfen. Gerade wenn eben sich diese Bugwelle, die sich in Shanghai gerade aufbaut, dann in so einer Welle Richtung Europa entlädt. Das dauert 30, 40 Tage, nachdem die Operation dann wieder richtig laufen in Shanghai. Und dann haben wir eigentlich die große Welle hier. Und da wird sich die Situation, die wir heute sehen, noch deutlich verschärfen. Der Containerstau wird, so erwarten Experten, die transportierten Güter für Unternehmen und Bürger verteuern und damit die Inflation anheizen. Die Bundesbank hat heute vor den Folgen des Krieges gegen die Ukraine für das deutsche Bruttoinlandsprodukt gewarnt. Ein vollständiger Einfuhrstopp russischer Energie könnte die Wirtschaft hierzulande in eine Rezession stürzen. Dorothee Holz an der Frankfurter Börse, womit rechnet die Bundesbank? Ja, die Bundesbank rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaft in einem solch verschärften Krisenszenario um knapp 2% schrumpfen würde. Bisher geht man ja davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr noch um etwa 2% wächst. Die EZB-Prognose sieht sogar noch ein Wachstum von 3% vor. Der wirtschaftliche Schaden wäre also immens. Allerdings käme die deutsche Wirtschaft damit deutlich glimpflicher davon als während der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Damals brach die Wirtschaftsleistung um 4,6% ein. Also nach dem von der Bundesregierung beschworenen Katastrophenszenario sehen die Bundesbankprognosen nicht aus, auch wenn hinter diesen Berechnungen viele Fragezeichen stehen. Darauf weist die Bundesbank selbst hin. Der Unterschied zum Jahr 2020 liegt aber in einer deutlich höheren Inflation. Ein Embargo dürfte die Preise für Rohstoffe, für Industriemetalle und für Nahrungsmittel noch stärker in die Höhe treiben. Kommen wir noch kurz zu den Aktienmärkten. Nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage ist der DAX heute wieder deutlich gefallen. Was sind die Gründe? Ja, zum Wochenschluss fliehen Anleger aus Aktien. Der hohe Inflationsdruck ruft die Notenbanken auf den Plan. Die US-Notenbank hat ganz klar die Bekämpfung der Inflation in den Mittelpunkt gestellt. US-Notenbankchef Jerome Powell hat für die Mai-Sitzung sogar eine Zinserhöhung von einem halben Prozentpunkt angedeutet. Eigentlich nichts Neues. Doch Powell hat auch angedeutet, dass es nicht einfach sei, eine Rezession zu vermeiden. Also das schlimmste Szenario: hohe Inflation und eine schrumpfende Wirtschaft. Auch in die Europäische Zentralbank könnte gezwungen sein, schneller auf die Bremse zu treten. Die Stimmen werden immer lauter, die eine erste Zinserhöhung in der Eurozone schon im Juli fordern. Höhere Zinsen machen Aktien weniger attraktiv. Der DAX ist zum Wochenschluss dennoch deutlich abgerutscht. Um 2,5%, 360 Punkte auf 14.142. Und damit sind die Gewinne der drei Tage davor dahin. Danke nach Frankfurt an die Börse, Dorothee Holz. In Russland ist die Inflation auf den höchsten Stand seit rund 20 Jahren gestiegen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich bis Mitte April um durchschnittlich fast 18%, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar sind fast alle Preise gestiegen. Ob für Gemüse, Zucker oder Smartphones. Gestern räumte Russlands Zentralbankchefin Nabiullina vor dem Parlament Probleme durch die westlichen Sanktionen ein. Die Strafmaßnahmen würden alle Bereiche der Produktion betreffen.
Präsident Putin hatte hingegen erneut betont, dass der Blitzkrieg des Westens gegen die russische Volkswirtschaft gescheitert sei. Die von der Regierung beschlossene Senkung der Steuer auf Kraftstoffe für die Dauer von 3 Monaten soll ab dem 1. Juni in Kraft treten. Dies ist auch der Starttermin für das 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr. Es soll bundesweit nutzbar sein, gilt ebenfalls 3 Monate und soll die privaten Haushalte entlasten. Finanziell ist das Ticket zweifelsfrei attraktiv. Pendler aus dem Umfeld großer Städte stehen dennoch vor Problemen, wie ein Beispiel aus Berlin zeigt.